19. September 1942, Stalingrad, Getreidesilo. Freunde, geben wir uns keinen Illusionen über unsere Lage hin. Wir sind vom Rest der 62. Armee abgeschnitten. Wir sind hier umzingelt. Die Lage scheint aussichtslos, aber wir können das Blatt noch wenden. Die Augen der Armee, des ganzen Vaterlandes, sind auf uns gerichtet. Und alle unsere Mitbürger bauen auf uns. Die Deutschen haben uns schon einmal angegriffen. Jetzt werden sie merken, dass wir wirklich kämpfen. Wir haben viele von ihnen getötet, wann immer sie versuchten, uns das Silo wegzunehmen. Ihre Artillerie und Panzer können uns hier im Silo selbst nicht erreichen. Deshalb werden sie Mann gegen Mann darum kämpfen müssen. Und, Kameraden, sie werden einen hohen Preis dafür zahlen. Den nächsten Kampf führen wir bei der Wiegestation, um sie dort zu stoppen. Tötet sie, sobald sie sich auch nur nähern. Falls sie zu stark sind, werden wir uns beim Förderturm vor dem Silo neu aufstellen und es dort weiter verteidigen. Der Kampf wird erneut auf offenem Gelände stattfinden. Nutzt es aus! Falls sie uns zurückdrängen, werden wir das Silo als Festung nutzen. Wenn sie sich hineinkämpfen, sollen sie um jedes einzelne Stockwerk ringen. Wir werden das Erdgeschoss halten und nicht zulassen, dass sie sich dort verschanzen. Dann werden wir uns im zweiten Stock neu formieren. Und falls wir zu schwach sind, wird der vierte Stock unsere letzte Verteidigungslinie sein. Dort können wir nicht weiter zurückweichen. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit. Kameraden, wir kennen unsere Pflicht. Wir werden sie erfüllen. Für den Genossen Stalin, diese Stadt und unser Volk. Jawohl, und damit wieder willkommen zurück bei Red Orchestra 2. Wir spielen weiterhin die Sowjetkampagne. Das hier ist Stalingrad! Stalingrad! Ja, ja. Der Name unseres großen Anführers! Genau, wir haben hier natürlich auch schon auf der Seite der Deutschen gespielt, damals als Angreifer. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das hier verteidigen können. Ah. Jawohl, der ist gefallen. Ja, Magazin ist leer. Okay, jetzt müssen wir halt echt schauen, dass die jetzt hier nicht durchkommen. Okay. Oh, der gehörte zu uns. Ah, Magazin leer. Okay, da ist einer durchgedrungen und Leute, ihr blockt mich. Ihr blockt mich. Jawohl, den haben wir. Ah, verdammt. Ach Leute, was macht ihr denn da? Oh, wo war der jetzt? Da. Okay. Da ist da noch einer, oder? Jawohl. Ah. Komm, 2 Minuten müssen wir noch halten. Das werden wir wohl irgendwie hinkriegen. Ja, genau, spawn mich ausgerechnet dahin. Sind die des Wahnsinns? Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier vielleicht... Genau. Nochmal eine andere Waffe bekommen. Eine bessere Waffe. Das K98 ist eine gute Waffe. Kurz zurückziehen. Nachladen. Ja, ja. Nein. Okay, die haben wir beide erwischt. Na, Mist. Fast hätten wir es... Na gut, was heißt fast? Ich glaube, wir hätten bestimmt noch eine Minute oder was gehabt. Okay. Mal kurz orientieren. Hier sind wir jetzt. Ah, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich habe das Gefühl, dass wir das jetzt hier auch nicht halten werden. Ah. Ja, komm. Schnappen wir uns erstmal die hier. Ah. Ja, komm, lad halt nach. So, haben wir dich. Ich glaube, der ist auch down, oder?
Ja. Nein, 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 nein. So, na, den einen haben wir noch machen können. So, komm schon, spawn uns halt. Okay, jetzt halten wir zumindest. Die nehmen nicht weiter ein. Genau, und wir erobern es gerade wieder zurück. Okay. Wir sollten halt schauen, dass wir da irgendwie noch überhalb bleiben. So. Jawohl, dich haben wir. Aber unsere Leute sterben halt auch, wie die fliegen. Ja, ja, ich sehe dich da schon, aber... Na. Na. Jawohl, den haben wir. Okay. Kommen die da jetzt auch noch her? Tatsache. So, direkt ins Gesicht. Okay. Nur schauen, dass wir nicht zu offensiv werden. Na. Ah, getroffen haben wir ihn. Na. So. Oh, dich haben wir. Dich auch. Dich auch. Okay, ich verschreie es jetzt mal nicht. Oh, nein, nein, nein. Komm. Na. Ah. Da kam sie jetzt auf einmal. Aber so mit dem Gewehr ist halt... Mit dem Repartiergewehr ist in der Situation... Sagen wir mal schwierig. Na komm, ich hatte dich doch, hä? Ah. 23 Sekunden wären es noch gewesen. Ich möchte auch eine MP haben. So, aber langsam gehen uns halt auch die Verteidigungspunkte aus. Also... Ich glaube, einen hätten wir dann noch. Nach diesem hier. Und dann war's das schon wieder. Genau, reiht euch hier schön auf. Ja, schieß halt. Was machst du denn da? Oh Mann, ey. So. Ja, ja. Nicht nur sagen, auch schießen, mein Freund. Sonst wird das Ganze hier nichts. So. Okay, wisst ihr was? Jetzt schauen wir mal, ob wir hier vielleicht nochmal irgendwo eine MP oder was herbekommen. Aber die haben auch alle nur K98, hä? Mein Gott, dann nehmen wir halt das mit. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Hä? Ja, warum hat denn das jetzt nicht aufgenommen? Zack, na. So. So. Nachladen, solange wir die Möglichkeit haben. Okay, eine Minute 40. Ja, getroffen haben wir ihn auf jeden Fall. Ja. Komm, 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 komm. Oh Gott, wie viele sind das jetzt schon wieder? Na, komm. Ja. Oh, verdammt. Schnell verbinden. Komm. Ja, ja. Na. MG-Schütze. Okay, das könnte interessant werden. Na, so war schon richtig. Das gibt's doch nicht. Der kam von hinten, oder? Ich glaube, der kam von hinten. Ah, okay. Letzte Verteidigungslinie ist das jetzt aber. So, jetzt mal kurz orientieren. Wo könnten die... Von hier unten werden die vermutlich kommen, oder? So, genau. Magazin auf jeden Fall nochmal voll. Gut. So. Genau, kommt ruhig alle her.
genau, so geht das nämlich. Na, nehmen wir mal. Was? Ernsthaft? Wie ist das denn passiert? So, vierte Etage. Das ist jetzt die letzte Möglichkeit. Der Leute, dann verteidigt halt auch mal. Meine Güte, wie ist denn das gerade passiert? Wie haben die das einnehmen können? So. Ja, dann soll er mir nicht direkt vors Visier laufen. So. Ja. Da kommen gerade ein paar mehr her. Komm schon. Ja. Immerhin ein paar haben wir erledigt bekommen. So, MG-Schütze. Ja, hier hinten bringst du mir relativ wenig. Müssen wir schon ein bisschen weiter nah rangehen. Schauen wir mal. Na, von hier aus sehen wir auch nichts. Von hier. Okay, also dich nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ja, theoretisch. Sieht ja gerade was bewegt. Hm. So, gehen wir mal ein bisschen weiter vor. So, für dich nehmen wir jetzt mal. So, tot. Na komm, ich habe ihn noch getroffen. Das vermutlich auch nicht nur einmal. Ach, guck mal. Okay, der ist schon tot. So. Ah, das gibt's doch nicht. Wirklich jetzt? So. Komm, jetzt aber. Auf da. Oh, kurz einen Leck gehabt. Oh. Aber da haben wir gerade einige erwischt. Das waren wirklich viele. Bis uns die Muni ausgegangen ist. Wie lange noch? Okay, 40 Sekunden. Das halten wir. Okay, wir warten jetzt hier einfach. Und das mit dem MG, das war gut. Das war echt gut. Da haben wir viel erwischt. Ist das... Jupp, Feind. So. Ja, das schaffen die nicht mehr. Das sollte eigentlich... Eigentlich sollte das safe sein. Na komm. Na. Ah. Aber komm, 5 Sekunden. Easy. Na, ah, okay, wunderbar. Jawohl, sehr schön. So, 118 getötete Feinde, 28 haben wir selber verloren. Wunderbares Ergebnis. Dann müsste jetzt noch eine Cutscene kommen und dann sehen wir uns morgen im nächsten Kapitel wieder. Ich verabschiede mich schon mal und bis dann. Ciao. Unsere Munition wird knapp und kein Nachschub kommt zu uns durch, denn wir sind umzingelt. Zu essen haben wir auch nichts mehr. Wir klauben den Weizen auf, der einst das Silo füllte. Es gibt auch kein Wasser mehr und der Funkkontakt zum Regiment ist tot. Trotzdem denken wir nicht an Kapitulation und wollen weiterkämpfen, sei es auch unser letzter Kampf. Es ist furchtbar. Alles im und um das Silo herum brennt. Aber wir halten durch und schlagen die Angriffe zurück. Josef Abramowitsch Butjenko, Kommandant der MG-Kompanie im Getreidesilo.